Jetzt hast du zwei Personen, die kombinieren ihre Munde und Zähne und Lippen zu sprechen. Wenn du zwei hast, spricht jede immer mit jedes Wort, jede Syllabe. Und so ist das Stück immer interessant. Sein Polyrhythmus wird man genießen, weil es ist nicht nur automatisch, aber man wird immer das also Zell per Zell genießen.